mal so einen Stein getragen habt, dann wisst ihr, es ist am leichtesten, ihn so zu tragen. Nicht ganz so leicht, wenn man ihn so trägt und ziemlich schwer, wenn man ihn für eine gewisse Zeit seitlich trägt. Und das wusste man natürlich auch schon früher, wenn man Wagen gebaut hat, um Dinge abzuwiegen. Wenn ihr am Flughafen euer Gepäck wiegen müsst, dann passiert das mit einer Digitalwaage. Genauso wird es mit Chemikalien im Labor gemacht. Diese Wagen haben Siliziumchips und elektronische Anzeigen, die gut ablesbar sind. Aber vor 100 Jahren hatte man so etwas noch nicht. Da gab es Rollen, Federn und Hebel. Und daher hat es früher so eine Art von Wagen gegeben. Ihr seht, dass bei diesem hübschen kleinen Gerät Hebel so angeordnet sind, dass sie ein Gewicht wegdrücken. Wenn ich ein bisschen drücke, wird das Gewicht nur ein bisschen zur Seite geschoben. Wenn ich stark drücke, wird das Gewicht ganz nach oben gedrückt. Und wie beim Ziegelstein geht das sehr viel schwerer, man braucht also ein stärkeres Gewicht. Und weil man das genau weiß, kann man eine Skala anbringen, so wie diese gebogene Skala hier, und das Gewicht ablesen. Bei diesem Gerät misst sie in Unzen. Versuchen wir es mal. Das hier ist übrigens eine Eierwaage. Und ein ganz kleines Ei wie das kommt hier oben rein und wiegt 1¾ Unzen, etwa 50 Gramm. Es ist wie der Ziegelstein auf halber Höhe. Das tun wir runter und nehmen stattdessen ein besonders großes. Und wir bekommen gewichtige 2¾ Unzen, etwa 78 Gramm. Das Ding funktioniert also sehr gut.